Herzlich willkommen zur neuen Folge Civilization. Herzlich willkommen und einen schönen Freitag wünsche ich euch. Wir sind in Folge 5 unseres nächsten Leaders und Anführers hier bei Civilization. Aber die Tore, nachdem wir Abraham Lincoln, guckt auch gerne nochmal in das Let's Play rein, mit erfolgreich gestaltet haben, mit dem Kultursieg nach doch relativ schneller Zeit, haben wir jetzt Amenitore und ihre Nubier. Dazu kommen Römer, die sehr, sehr stark sind. Dazu kommen auch Niederländer mit ihrer Wilhelmina und auch die erst kürzlich getroffenen Vietnamesen mit der guten Ba Trieu. Wir erkunden weiter die Lande Richtung Osten. Können wir jetzt ein Bonusdorf uns sichern. Und das machen wir gleich als allererstes. Und, oh, wir kriegen einen Handwerker geschenkt. Wunderbar. Und, was sehe ich hier? Ich sehe Wüste. Ich sehe eine kleine Wüste und ein Riff. Oha, das ist schön. Das ist schön. Wir haben hier auch Oliven. Wir haben auch ein kleines Luxusgut. Ich sehe hier produzierende Siedlungsorte. Wir wollen Siedlungen bauen. Religiöse Kolonisation haben wir betrieben. Wir haben unsere Adelhalle gebaut, um Siedler schneller produzieren zu können. Also, wir machen alles dafür, da, dass wir das in Zukunft können. In Apata noch ein neuer Handwerker. Ich würde sagen, den schicken wir gleich mal hier runter. Denn hier haben wir noch ein bisschen was auszubauen. Krabben, Kupfer können wir hier ausbauen. Al-Kuru muss wachsen. Und im Moment bewirtschaften wir dieses Feld hier mit der Wissenschaft. Ich wäre tatsächlich für das Kupferfeld mit dem Gold. Denn Gold brauchen wir auch ein bisschen. Ja, also weiter geht's hier. 4 Städte haben wir gegründet. Wir bereiten uns noch ein bisschen auf Nazca vor. Nazca wird jetzt hier auch gerade missioniert. Das wollen wir natürlich verhindern. Wir werden gleich als nächstes erstmal einen ersten Missionar kaufen. Nach unserer neu gegründeten Religion Phalanx, die sich über Abraham Lincoln jetzt auch auf Amanitore weiterspiegelt. Sehr schön. Und die asiatische Klinge von der Entdeckung von Vietnam klingen noch in den Ohren. Also nicht wundern, warum das jetzt immer kommt. Das ist immer so ein bisschen auf die Sith abhängig, mit der man zuletzt was zu tun hatte. So, Katapulte, Aquädukte können gebaut werden. Wichtige Forschung, die wir damit abgeschlossen haben. Maschinen brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht, auch wenn wir da einen Bonus für haben. Ich würde tatsächlich jetzt Richtung Segeln gehen. Segeln deswegen, weil wir jetzt doch hier mal die Krabben anschließen können, und damit die ein bisschen interessanter für uns werden, Nahrungserträge zum Beispiel noch zusätzlich bekommen, würde ich die ganz gerne mit anschließen. Vor allem, weil wir jetzt auch hier den Handwerker haben. Dauert nur eine Runde, können wir dann zweimal monetisieren. Ich denke, das ist sinnvoll, das zu tun. So. Mehr Wohnraum in Meroe benötigt. Ja, wir sind schon wieder am Wohnraum-Cap gerade. Was bewirtschaften wir? Das Feld. Ich denke mal grundsätzlich alles soweit gut. Bisschen zu wenig Nahrung vielleicht. Wir werden das beobachten, wie sich das weiter verhält. Ja. Ich denke, das passt aber insgesamt. So, Kaba. Wollen wir noch, haben jetzt 2 Bürger und wir bewirtschaften auch die besseren Felder. Das sieht gut aus. Und dann die letzte Einheit schicken wir dann noch dahin. So, dann. Handwerker ruht sich erstmal aus. Und unser Speer hier im Süden, der macht sich auf, um hier ein bisschen mehr Land zu entdecken. Interessante Karte wieder. Wir haben, sag ich mal, ein bisschen so eine Engstelle hier mit 2 besetzten Stadtstaaten. Aber hier Richtung Osten, die Wüste gefällt mir sehr gut mit dem Riff. Da sehe ich doch auf jeden Fall noch einen Siedler. Es ist nicht so, dass mir das Leben an Land widerstrebt, aber das Leben auf See ist besser. So, wir segeln jetzt in Zukunft. Und was wir noch tun ist, wir erkunden Küstenlande. Und wir erkunden Bogenschützen, barbaren Bogenschützen. Also 2 Oliven hier an der Stelle. Wir haben einen Siedlungsstandort für den Campus. Wir könnten auch einen Hafen bauen. Auch das sehe ich hier gerade. Ich schaue mal kurz. Also ich würde sagen, ja. Also wir brauchen ja das Wüstenfeld für die Pyramide. Das ist klar. Ich sehe vielleicht, ich spiele jetzt mal ein bisschen rum. Hier ein Hafen. Ne, das ist doof. Ja, wir könnten dann hier den Campus hinsetzen. Der andere Hafen wäre hier. Das würde keinen Unterschied machen. Campus. Und dann hier vielleicht die nubische Pyramide. Und dann hier das Stadtzentrum. Ja.
Wir würden die Oliven erreichen, wir würden die Steine erreichen, wir hätten hier die Fische, den Bernstein. Fände ich nicht schlecht. Wäre eine valide Stadt auf jeden Fall. Und wir hätten noch mal ein bisschen das genutzt. Ich hatte ja gesagt, wir wollen hier auf jeden Fall auch noch mal eine Verbindungsstadt gründen. Ich sehe hier tatsächlich vielleicht sogar zwei Städte. Wir müssten auch das noch mal ein bisschen angehen jetzt. Ich sehe prinzipiell hier beim Gips irgendwie Zucker. Also, ich sehe hier vielleicht eine Stadt. Ich sag mal jetzt grob gezeichnet. Pelz kommen wir nicht dran. Dann sollten wir die vielleicht doch ein bisschen nördlicher gründen. Vielleicht hier im Dorfcenter mit dem vielen Weizen. Wie weit sind wir denn davon weg? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das würde auf jeden Fall passen. Hier natürlich auch eine schöne strategische Lage. Ja, aber was mir hier. Hier sind wir ein bisschen näher dran und ich würde fast sagen. Ah, die Pferde im dritten Ring, okay. Oliven. Die möchte ich auch noch ran. Vielleicht dann hier auf dem Feld, das wäre ein bisschen verschenkt. Hier könnte man ein sehr schönes Bauernhof-Dreieck bauen. Könnte fast hier sogar drei Städte gründen. Wie viele wollen wir denn insgesamt noch gründen? Wir haben ja theoretisch 1, 2, 3, 4, 5 Städte hier. Sechste Stadt hier, siebte, achte und neunte Stadt. Vielleicht tatsächlich drei Städte hier bauen. Wir könnten ja überlegen. Überlegen, vielleicht hier südlicher zu gehen. Hier vielleicht, neben dem Gips an der Außenseite. Auch mit dem Sumpf hier Reisressourcen, viel Nahrung, finde ich gut. Wir kommen an den Zucker ran, das ist schon mal sehr schön. Dann würde ich sagen, eine Stadt hier oben gründen. Tatsächlich da, wo wir es erst vorhatten. Vielleicht hier oben auf dem Weizenfeld. Hier oben vielleicht. Neben dem Weizenfeld. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist auf jeden Fall nah genug dran. Und hier sind wir auch vier Felder auseinander. Finde ich gut. Und eine dritte Stadt. Eventuell hier. Weil wir wollen ja noch theoretisch das hier alles abgreifen. Wir könnten noch überlegen, ob wir die auf der Luxusressource gründen. Auf der Olivenplantage. Das fände ich aber irgendwie verschenkt. Aber am Fluss wäre schon sinnvoll. Da vielleicht dann noch eine Stadt. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde gerne hier in diesem Gebiet drei Städte gründen. Ich blende es euch einmal ein. Beschreibt mal, wo würdet ihr die drei Städte gründen. Gerne, wie gesagt, mal in die Kommentare hauen. Drei Städte sollen es hier werden. Wir wollen sämtlich viele Luxusgüter abgreifen. Man kann das strategisch klug erwähnen. Wir haben hier auf jeden Fall auch nochmal Pelze, die wir hier nochmal abgreifen können, sehe ich gerade. Also schreibt es ruhig rein und dann wäre die neunte Stadt eben hier. Dann hätten wir schon mal neun Städte gegründet und ich würde sagen, das sieht dann schon mal gar nicht so schlecht aus. Eine Stadt Nummer 10 könnte man vielleicht sogar hier nochmal an die Küste setzen. Da haben wir theoretisch sogar noch Möglichkeiten. Da ist auch nochmal Gips, an den wir nicht rankommen. Graben, Bernstein. Genau, also das ist vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Hier unten dann nochmal eine zehnte Stadt zu gründen. Zehn Städte sollen es am Ende ja werden wieder. Und ja, warum nicht? Warum nicht? Hier ist zwar kein Riff und sowas, aber wir greifen hier vielleicht nochmal ein paar Erträge ab. Wir können ja hier nochmal eine planen. In Bezug auf Häfen und so weiter haben wir hier auf jeden Fall Ressourcen, die wir hier nutzen können. Ja, warum nicht? Sieht doch gar nicht so schlecht aus dann. Mit unserem Land. Okay, Forschung wählen. Segeln ist durch. Häfen brauchen wir definitiv nicht. Währung wäre interessant für Industrien. Haben wir denn schon doppelte Luxusgüter? Wir haben zweimal Zucker. Tatsächlich, das ist eine Möglichkeit, wo wir was machen können. Wir könnten einmal schauen an den Ressourcen. Ja, zweimal Zucker. Da könnten wir also schon mal eine Zuckerindustrie aufstellen. Die würde uns zusätzlich Produktion geben. Das wäre gar nicht so schlecht. Und wir haben ja vor allem auch noch Handwerker.
Sachen, die wir erweitern können. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Währung. Ja. Gehen wir erstmal weiter Richtung Küste, würde ich sagen. Das ist gar nicht so schlecht. Handwerker. Roden. Auf jeden Fall hier in den Wald entfernen. Gibt unterschiedliche Sachen. Erstmal ist unser Krieger fertig, den wir dann bald aufwerten können. Und wir können jetzt das Aquädukt angehen. Wichtigstes Bauwerk hier für Napata. Auch wegen dem Wohnraumproblem. Sehr, sehr gut. Du gehst mal dahin. Handwerker mit 3 Modernisierung, der geht Richtung Kupfer und wird die Ressource hier erweitern. Ja, gibt uns wieder noch eine ganze Menge Gold dazu. Sehr schön. 2 Erweiterungen hat er jetzt noch. Ich würde sagen, Krabben plus Zuckerindustrie finde ich persönlich am sinnvollsten. Könnte man sich überlegen, was wir machen. Hier gibt es halt. Müssen wir mal gleich schauen, wo es am sinnvollsten ist, wo wir die dann errichten. Das müssen wir gleich entscheiden. Haben wir jetzt schon genug für einen Missionar? Nein. Nächste Runde. Der wird entscheidend. Ausrichtungsbonus für die Söldner, das ist auch gut. Kulturerträge haben sich jetzt übrigens massiv gesteigert. Auf 20,2 jetzt schon. Das ist sehr gut. Ja, und das sind mit den 5 Siedlungen und der Audienz und den Religionsverbreitung, die wir dann haben, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Wir haben jetzt auch schon ordentlich, üben jetzt auch schon ordentlich Druck aus. Glaubenserträge können halt, wie gesagt, nochmal ein bisschen höher werden. Daran arbeiten wir jetzt aber ja auch in Zukunft. Sieht ja im Moment schon ganz cool aus mit den Erträgen. Gefällt mir gut. Wirklich. Macht was her. Ja, hier in Al-Quru bauen wir die Nubische Pyramide ja nicht, weil wir hier, wir hätten zwar hier Wüstenfeld, aber die wären nicht im Stadtzentrum. Deswegen wäre das Quatsch. Aber hier wäre sie wieder recht stark. Würde auch gute Erträge geben hier. Möglichkeit vielleicht noch hier eine heilige Stätte zu bauen. Wie können wir das denn vereinbaren, dass wir hier alles hinbekommen? Ja, das ist schwer, ne? Wir kriegen das, glaube ich, nicht ganz hin, dass wir das alles um die Nubische Pyramide rumbauen, ne? Da müssten wir die Stadt anders gründen. Falls ihr hier eine Idee habt, wie wir hier vielleicht noch die Nubische Pyramide vielleicht noch besser einsetzen können, dann sagt es. Also die muss auf einem Wüstenfeld sein. Und ich weiß nicht, ob wir alle 3 Bezirke drumherum bekommen. Na, egal wie wir es drehen und wenden, wenn wir hier einen Bezirk bauen, wird das nichts. Wir lassen das so. Ich glaube aber, so ist das schon nicht unsinnvoll. So, da brauchen wir nichts machen. Und dann geht's auch schon in die nächste Runde. Oha, nein, 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 nein. Zweimal Bogenschützen, das ist gar nicht gut. Wir sollten uns hier absolut wegbewegen. Ja, Kauf mit Glauben möglich, das machen wir auch gleich. Meroe kauft sich ihren seinen ersten Missionar. Und dieser Missionar wird jetzt erstmal dafür sorgen, dass gewisse Städte unsere Religion haben. Das macht es für uns dann ein bisschen einfacher und ein bisschen angenehmer. So, hier einmal die Krabben bitte modernisieren. Und hier. Und ein nächster Stadtstaat, Rapa Nui. Und den kennen wir schon. Erstmal ist es ein Kulturstadtstaat, was sehr schön ist. Das heißt, sechster Stadtstaat. Und wir haben auch eine Quest. Das ist auch sehr schön. Handelsweg entsenden. Das könnten wir sogar bald mal machen. Handler haben wir jetzt nicht gerade frei und das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber einfach schön, dass wir hier nochmal an Suzerain haben. Wir haben auch noch einen Gesandten frei. Ich überlege gerade, ob wir das sogar machen, um ein bisschen mehr Kultur zu generieren. Ja. Finde ich nicht schlecht. So. Wir werten unseren Schwertkämpfer auf. Okay, wir brauchen jetzt als nächstes auf jeden Fall ein Katapult. Wie viel kostet denn ein Katapult zu kaufen? 84 Gold, die müssen wir jetzt zusammensparen. Auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Wir können ja nochmal schauen. Wir haben jetzt wieder eine ganze Menge Pferde angesammelt. Möchte jemand Pferde haben? In großer Anzahl. Guck mal. Ja, wir haben alle keine Pferde.
24 Pferde für... ganz viel Gold. Ja, wir müssen das wahrscheinlich doch an den Römern verkaufen. Ja, das hilft am meisten. Und wir gucken mal, dass wir unser Militär zumindest schon mal so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen in Stellung bringen. Wir sind ja schnell an Nazca dran, aber wir sollten mal einfach mal so ein bisschen schauen. Ist die Frage, ziehen wir hier von oben noch runter oder von hier? Ja, hier ist definitiv der kürzere Weg. Wir müssen halt immer ein bisschen aufpassen mit dem wegen dem Vulkan. Aber das kriegen wir schon hin. Zwei Zeitalterpunkte fehlen uns übrigens noch für ein normales Zeitalter. Mann, Mann, der Römer hat 86 Wissenschaft und 51 Kultur, das ist deutlich zu viel. Deutlich zu viel. Wir haben auch eigentlich deutlich zu wenig von allem derzeit noch. Aber bleibt in dem, just in dem Moment wird der nächste Campus fertig. Das Nubische Reich schreibt Geschichte. Wo man durch die Viertel des Campus bei Al-Quru streift oder vor den Seminaren verweilt, kann man die Gelehrten über ihn debattieren hören, die die Welt verändern werden. Drei Zeitalterpunkte, sehr schön. Und ein bisschen Forschung für die Reich ist Mathematik nicht, und die wer Währung erforscht. vieles besitzt, sondern wer wenig braucht. Wunderbar. Was den Käse angeht, waren die Dichter zu allen Zeiten sehr schweigsam. Und Drama und Dichtung haben wir. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt können Industrien gebaut werden. Das machen wir auch demnächst. Aber erstmal bauen wir hier unsere erste Fischzucht. Die wir noch gar nicht bewirtschaften. Das ist okay, aber wir haben zumindest das Feld in petto demnächst für den nächsten Bürger. Allgemein haben wir hier relativ viel Wohnraum. Wir sind hier sehr, sehr gut ausgestattet. In Al-Quru müssen wir jetzt auch das nächste Bauprojekt anwerfen. Die Frage ist, was machen wir? Wohnraum sehe ich unproblematisch. Wassermühle sehe ich auch unproblematisch, weil bringt uns nicht so wahnsinnig viel. Aquädukt brauchen wir hier nicht bauen. Gibt es Weltwunder, die wir hier bauen wollen würden? Alles dauert mir hier ein bisschen zu lange und es ist nicht. Also Tempel Artemis mit Jagdlager, nee, das brauchen wir das nicht erstmal. Da sehe ich jetzt auch immer nicht den großen Mehrwert. Giebelberghall wäre cool mit dem 6 Eisen und den 4 Glauben. Dauert hier aber einfach zu lange. Pyramiden wäre auch noch ganz okay, aber dauert hier auch zu lange. Das sind so die beiden. Etiminaki. Okay, warte mal. Plus 2 Wissenschaft, 1 Produktion für alle Sumpfgelände. Okay, für alle Sumpfgeländefelder. Wir haben keinen Sumpf. Schwemmlandgeländefelder. Ja, gut, aber das ist dann auch weg. Also, nee, das brauchen wir nicht. Weitere. Oh, wir könnten überlegen, das dauert 12 Runden. Das dauert mir definitiv zu lange. Das kaufen wir uns. Die Bibliothek, 4 Wissenschaft. Ja, ich denke, die Bibliothek wird es wissen, wird sein. Wir sitzen die gleich hinterher. So, Industrie, Modernisierung, Industrie möglich. Die Frage ist, was passiert dann? Da müssen wir dann einmal auf das Zuckerfeld gucken, ob wir das machen, ob wir das hier machen oder in Meroe vielleicht sogar. Schauen wir mal. Währung erforscht. Mathematik. Petra, oh Petra. Petra, ich möchte, ja, lass uns die Mathematik erforschen. Ich möchte Petra gerne freischalten. Ich möchte wissen, wo können wir damit vielleicht unsere Wüstenfelder nochmal ein bisschen aufwerten. In welcher Stadt ist es sinnvoll? Das finde ich nicht schlecht. So, du sollst vor allem erstmal hier missionieren. In Kava. Kann nicht sein, dass wir dann den Protestantismus haben. Dann, als nächstes Theologie. Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine Religion gegründet, einen Gesandten, wir können Tempel bauen, wir können heilige Nachbarschaftsbonus erhöhen. Wir brauchen Glauben. Deutlich mehr Glauben. Theologie ist ein guter Punkt. So, und wir werden jetzt hier weiter. Ich werde jetzt hier nochmal ins Landesinnere forschen. Die können erstmal stehen bleiben. Ja, die schicken wir mal um den Vulkan herum, genauso wie den Speerkämpfer und den Bogenschützen hier. Ein bisschen die Frontlinie schon mal abchecken hier, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, das Katapult fehlt noch. Das brauchen wir dann auf jeden Fall noch. Und
Eine Einheit hilft uns auch. Okay. Gut, da sieht soweit alles gut aus. Wie gesagt, der Handwerker soll eine Industrie erschaffen. Das gucken wir uns dann an. Der hat sich auch bewegt. Gold sparen wir auf den Dings. Wir müssen nochmal schauen wegen Regierungswechseln. Das können wir nochmal nachschauen. Wir haben jetzt neue Wirtschaftskarten, aber nicht neue. Glauben wollen wir gerne haben. Siedler produzieren wir nicht. Ich denke, das sieht alles gut aus. Diplomatie ist auch okay. Joker, Politik. Da können wir mal schauen. Wir kriegen natürlich jetzt im Moment 6 Gold. Wir brauchen das Gold jetzt eigentlich auch gerade. Entschuldigung. Wie sieht es denn aus mit großen Persönlichkeiten derzeit? Generäle und Admirale sind uninteressant. Ingenieure, Händler können wir im Moment noch keine Punkte, glaube ich, kriegen. Wissenschaftler. Da würden wir jetzt erst Punkte generieren. Da sind wir weit zurück. Hildegard von Bingen wäre toll, aber das ist weit weg. Ja, ich würde sagen, da können wir jetzt erst im Moment keine Punkte machen. Dann lassen wir das so, wie es ist. Das passt. So, Nazca hat einen Streitwagen rekrutiert. Und ein Speer hat uns entdeckt. Ein Barbarenspeer. Wo immer der herkommt. Ich mache mal so ein bisschen Bogen da drum. Ich habe eine Wasserflasche von meinem Volk gefüllt und bin in die Wüste gezogen. Durch leere Öden gewandert. Während der Wolf heulte wie ein Spieler mit einer Familie ohne Brot. Die weiße Wüste ein zweites Mal. Ah, oh, es ist ein so schönes Geländefeld. Auch für uns Wüstenvölker wäre das super cool gewesen. Schade, dass wir das nicht bei uns haben. Aber es sei denn, den Vietnamesen hier zu gönnen. Zweites Naturwunder entdeckt nach den Galapagos-Inseln. Sehr schön. So. Einmal bitte missionieren. In Kawa. Sehr schön. Mehrheitsreligion ist auf jeden Fall schon mal da. Das heißt, wir können dann weiter nach Al-Kuru gehen. So, wir werden hier mal uns ein bisschen aufbauen. Wie gesagt, es dauert noch ein bisschen. Also wir haben jetzt, ja, 6 Einheiten. Ich hoffe, das passt. Ich hoffe, das reicht. Haben wir irgendwie Bogenschützen vergessen? Nein, haben wir nicht. Gut, Handwerker wartet noch. Jeder Handwerker zieht mal Richtung Zucker. Ja, goldenes Zeitalter sieht gut aus. 47 von 59 Punkten. Mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Wie viel Zeit haben wir denn noch beim Zeitalterwechsel? Noch 12 bis 32 Runden. Also es kann schnell gehen, es kann auch lange dauern. Werden wir sehen. Auf jeden Fall nochmal das Feld erkunden wäre ganz nett. Ja, wir müssen wahrscheinlich dann von hier aus angreifen. Das machen wir mit unserem Missionar. Wollen wir Nazca noch missionieren? Das wäre ja irgendwie ganz cool. Ja, die bleibt natürlich stehen erstmal. Na. Recht große Verteidigung. Ich würde hier dann doch gerne nochmal. Oh ja, Schwertkämpfer. Und da auch Schwertkämpfer. Die ziehen jetzt aber nicht zu uns, oder? Oh, das wäre unangenehm. Das wäre dann genau der falsche Zeitpunkt. So, was bekommen wir hier? Wir haben jetzt ja Gold dazu bekommen. Das heißt, es war von Anfang an ein 3-1-Feld mit 2 Gold. Wir bekommen plus 1 Gold dazu. Ich glaube, das hebt sich auf. Ich glaube, die bekommen wir nicht, aber wir würden 2 Nahrung und 2 Produktion dazu bekommen. Ich glaube, hier würden wir, glaube ich, einfach 2 Produktion. Also das wäre natürlich für Meroe auch nicht schlecht. In Al-Kuru haben wir 9,8 Produktionen. Wir haben. Wie sieht es denn hier allgemein mit Geländefeldern aus? Also wir haben jetzt noch. Wir haben jetzt noch ein paar Produktionsfelder haben wir noch. Wir haben auch noch ein paar Nahrungsfelder. Ich glaube, grundsätzlich würde ich mir um diese Stadt erstmal keine Gedanken machen.
was die Produktionsfähigkeit angeht. Wir haben hier noch Oliven. Es kann immer nur eine Industrie in einer Stadt stehen. Wir werden ja auch noch mal Pelze haben. Wir werden hier Pelze haben. Wir werden hier Gips bekommen. Zweimal. Ich will noch einmal schauen, wo wir grundsätzlich dann noch, ich sag mal, Industrien bauen wollen würden. Ich glaube, wenn wir hier die Zuckerindustrie bauen, ist es nicht ganz so falsch. Wir könnten dann hier Olivenindustrien bauen. Zum Beispiel. Obwohl wir hier zweimal Oliven haben. Wäre auch hier interessant. Tja. Pelze hier. Gips hier. Pelze da. Pelze hier oben. Pelze hier unten haben wir auch schon. Also wir werden viel mal Pelze haben. Hier wahrscheinlich dann Pelzindustrie, Gipsindustrie. Wir werden mal schauen. Aber ich denke mal, irgendwie möchte ich unsere Hauptstadt ein bisschen mehr pushen. Vor allem, weil wir da dann wahrscheinlich auch mehr Siedler bauen. Ja, und wir brauchen da einfach mehr Produktion. Auch wenn wir 20 Produktionen da haben, werden noch einige Wälder roden. Da wird noch einiges an Produktion wegfallen. Ja. Ich schicke unseren Handwerker da hoch. Ich glaube, das ist sinnvoll. Dauert dann zwar noch ein bisschen mit der Produktion, aber ich glaube, das ist am sinnvollsten. Alternativ hätten wir jetzt auch sagen können, wir nehmen den jetzt hier aus Kava. Vielleicht machen wir das sogar. Der ist schneller dran, ne? Dann schicken wir den. Dann schicken wir den dahin. Und dann schicken wir den dahin. Okay, gut. Nächste Runde Katapult kaufen. Noch sieht das ganz gut aus. Was mich jetzt tatsächlich ein bisschen ärgert ist, was machen wir mit so einem Balaban später? Hier mit denen, der unser Spieler hier wird, der wahrscheinlich wegfallen gerade. Und es sind zwei Weltwunder gebaut worden. Interessant. Gucken wir uns gleich mal an, welche gebaut worden sind. In Runde 73. Ja, da. Oh, da wird auch nochmal attackiert. Ich glaube, da werden die Einheiten von Genf gerade zerlegt. Oh, da sind einige Schwertkämpfer unterwegs, die jetzt in Richtung unseres Gebiets ziehen. Wenn ich meine Studie neu beginnen würde, würde ich Platos Rat folgen und mit der Mathematik beginnen. Das ist gar nicht gut. Exaktes religiöses Denken ohne Theologie gibt es genauso wenig wie exakte Messungen und Astronomie ohne Mathematik oder eine exakte Herstellung von Eisen ohne Chemie. Ja, und neuerdings haben. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal mit unserem Speer hier hin. Heilen uns aus. Wir haben ja gar keine andere Möglichkeit. Militärtechnik. So, es wurde gebaut. Die hängenden Gärten wurden gebaut. In Runde 73. Gleich mal notieren. Und die große Bibliothek wurde gebaut. Schade, die ist tatsächlich ganz nett gewesen. Wird aber auch immer sehr früh gebaut. Was mich wundert, Machu Picchu ist noch drauf. Relativ schnell. Das ist normalerweise auch immer relativ schnell weg. So, ich würde sagen, wir bauen dann hier Stadtmauern. Und wir fangen hier schon mal damit an. In Napata. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir bald Besuch bekommen werden von den Barbaren. 442, das reicht noch nicht für das Katapult, richtig? Wir brauchen noch 480 Gold, okay. Das dauert also noch eine Runde länger. Nächste Forschung. Mathematik erforscht. Wir können Petra bauen, sehr schön. Ja, Wie viele Runden kostet denn, würde denn Petra dauern? 52 Runden. Ja. Okay, gut. Nein, wir bauen den, die Stadtmauern. Klar. Ich würde dann auch nächste Runde unsere Regierungsform ändern. Und das würde bedeuten, dass wir jetzt hier oben mal Richtung. Wo war das mit den Verteidigungsgebäuden? Ja. Ah, dann. Das wäre vielleicht interessant, wenn wir das dann machen würden mit der Stadtmauer, weil wir. Ja. Wir bauen noch nicht die Stadtmauer. Das ist zwar sinnvoll, aber. Dann würde ich lieber erstmal noch eine militärische Einheit vielleicht doch bauen. Ein Bogenschütze hilft uns doch hier auch. Ja. Hier einen Bogenschützen und wir können dann hier bei der Regierungsänderung
Eine der Wirtschaftskarten ist sowieso weggefallen jetzt. Gottkönig nicht mehr möglich. Schrift auf jeden Fall. Mehr Glauben. Und dann würde ich sagen, verzichten wir ein bisschen auf Gold pro Runde. Und gehen erstmal gegen die Kampfstärke gegen Barbaren, beziehungsweise erstmal die Produktion für Nahkampfeinheiten erstmal schneller. Dass wir hier schneller Bogenschützen machen für die Städte, die wir dann die unsere Einheiten abfangen können. So, wir bauen auf jeden Fall hier die Produktion. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber Produktion bringen wir auf jeden Fall zwei dazu. Sogar sieben Nahrung. Okay, und ein Gold. Also ein Gold weniger, aber dafür zwei Produktionen mehr. Und unfassbar viel Nahrung. 10 Wohnraum auch noch dazu. Also, es hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. Meines Erachtens. Und es gibt einen weiteren Zeitalterpunkt für die erste Industrie, die wir aufgestellt haben. Das ist auch sehr schön. Tja, jetzt doch Maschinen. Armbrustschützen. Weiterreisen ist nicht so interessant. Bauwesen. Wie die erste mittelalterliche Forschung. Ja, wir gehen hier auf die Maschinen. Gesandte müssen geschickt werden. Wir haben einen Gesandten frei. Ich würde aber sagen, da warten wir noch mal ein bisschen. Wir sparen. Hier brauchen wir nicht. Hier ist unnötig. Hier bringt uns das nicht mehr. Und Granada hilft uns erstmal auch nicht. Gibt natürlich dann mehr militärische Einheiten. Das werden wir gleich im Meroe merken. Aber wir sparen erstmal auf. Vielleicht, um den Suzerän-Bonus dann auch zu sparen, die wir derzeit ja auch haben. So, die lassen wir. Wir können hier erstmal nichts machen. Unser Missionar, den geben wir mal nach Nazca. Noch nicht die Mehrheitsreligion, schade. So, dann packen wir mal hier hin, das ist ja eigentlich egal. Hier sieht es soweit erstmal gut aus. Eins, zwei, drei. Wir haben hier drei Felder, wo wir angreifen können. Das passt aber soweit erstmal. Ja. Da müssen wir jetzt erstmal niemanden wegschicken. Und dann können wir tatsächlich in die nächste Runde gehen. Ich denke, wir haben jetzt nichts verpasst. Ja, unser Spieler wird es leider jetzt nicht schaffen, das ist klar. Da werden wir jetzt Schwierigkeiten bekommen. Aufkommender Staubsturm. Zwei gedüngte Geländefelder. Ich hoffe, dass der Staubsturm uns aber sonst in Ruhe lässt. So, wo kaufen wir uns jetzt das Katapult? In Kava? Fragezeichen. Ja, da kaufen wir uns das jetzt. 480 Gold. Ah, wir haben 55 zu wenig noch. Das geht noch nicht. Okay. Wohnraum sieht aber erstmal ganz gut aus. Wir könnten Kornspeicher bauen, um da ein bisschen sofort zu sorgen, auch wegen der Nahrung. Wir haben jetzt mit drei Menschen. Oh, die das. Oh, das. Wir haben das Dingsfeld dazu bekommen. Ich würde sagen, da wäre es dann doch nochmal Zeit für einen Handwerker jetzt. Den wir hier nutzen, um einige Sachen noch auszubauen. Und was machen wir noch? Den ersten Bezirk vielleicht bauen. Das kostet uns aber Geld, das wir derzeit nicht ausgeben wollen. Ja, dann sorgen wir vielleicht doch ein bisschen vor, indem wir hier den Kornspeicher anlegen. Ja, Einheit leider getötet. Ärgerlich. Und hier bauen wir jetzt auf jeden Fall einen Bogenschützen aus. Wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Sicherheiten. So. Nächste Gouverneurstitel. Das würde ich erstmal weglassen. Jetzt ist die Frage, Armani wäre jetzt interessant. Wir könnten mit Armani auf jeden Fall noch ein bisschen was erreichen. Zum Beispiel in Mittler-Suzerän werden. Jetzt inzwischen haben wir auch einen Campusbezirk. Würde uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Ja, Armani finde ich gut. Liang mit den Handwerkermusierungen nicht unbedingt.
Ja, ich finde Armani gut. Wir nennen Armani und schicken sie nach Midla. Hier brauchen wir nichts machen. Die sollen erstmal überspringen. Wir werden hier. Oh, Nazca ist dann doch jetzt Phalanx da. Das ist gut. Dann können wir die noch nach Al-Kuru schicken, unseren Missionar. Na, das sieht doch wunderbar aus. Sehr schön. Und dann gehen wir nochmal in die nächste Runde. Hat Nazca irgendwie ein Suzerän derzeit? Kein Suzerän. Okay, hier wurde unsere nubische Einheit ein bisschen zerstört, aber ansonsten hat hier erstmal nichts gelitten. Das werden wir dann reparieren. Handwerker ist da. Dann können wir dann als nächstes gleich nutzen, wenn wir hier den Dings ausgebaut haben, dann reparieren wir das. Warte mal, wir können das auch gleich machen. Wir können den hier dann doch nach Meroe schicken. Dann soll er den reparieren noch. Dann sieht das soweit erstmal wieder gut aus. So, Katapult, jetzt können wir es kaufen. Katapult gekauft, sehr schön. Ja, unsere Erweiterung Richtung Osten brauchen wir mit den ankommenden Schwerträgern noch nicht machen. Das werden wir dann wahrscheinlich mit unseren Einheiten machen müssen, nachdem wir Nazca eingenommen haben. Da können wir mal noch nicht so viel anfangen mit. Hier sind jetzt vier Bürger. Ja, wir nutzen auf jeden Fall das Feld dazu. Das finde ich gut. Gibt uns mehr Wissenschaft als Träge. Und ne, das ist in Ordnung. Du sollst aber eigentlich hier hinlaufen und nicht da hoch. Aber gut. Okay. So. So, auch die Vietnamesen haben noch eine neue Siedlung gebaut. Während wir uns hier nochmal so ein bisschen durch die Wälder kämpfen. So. Dann komm mal her, mein Katapult. Wir brauchen dich hier. Womöglich auf diesem Feld. Produktion wählen. So. Oder können wir den Speerkämpfer vielleicht doch nochmal hier hinpacken? So, den bleibt auf jeden Fall erstmal hier. Das ist klar. Ich würde gerne einen Schwertkämpfer bauen, aber das kriegen wir im Moment nicht hin. Petra 20 Runden. Die Frage wäre, wohin? Dafür haben wir das Geld nicht. Ein Tempel bauen. Gibt deutlich mehr Glauben. Stadtmauern, Wassermühle, Kornspeicher. Vielleicht eher den Kornspeicher. Brauchen hier mehr Nahrung. Jetzt, wo wir das. Da sieben Nahrung haben, brauchen wir mehr Wachstum. Die Stadt kann das tragen, sozusagen. Genau, und du sollst dahin gehen, Missionar. So. Handwerker, ja, du sollst hier einmal reparieren. Ja, die Stadt kann das gut gebrauchen. Und wir können dann hier noch die Weide tatsächlich modernisieren. Das finde ich gut. So, Jagdlager wird gebaut. Wunderbar. Mehr Gold. Und wir haben zumindest hier erstmal eine gewisse Sicherheit hier in der Stadt. Wie Handel weigert, denkt stark, dass er mal von uns kann packen, was er will. So. Er hat es flink miss. Wilhelmina ist unzufrieden, weil wir keinen Handel mit ihr betreiben. Und es wurde ein neues Weltwunder gebaut, nämlich Machu Picchu. Ich habe es noch gesagt. Wird sonst ja auch immer sehr, sehr schnell gebaut. Ich muss immer gucken, wie das geschrieben wird. Mit Doppel-CH. Und ein unbekannter Spieler hat das gebaut. Das heißt, jemand, den wir nicht kennen. In Runde 77. Naja, gut. Mehr Wohnraum benötigt. In Meroe, daran arbeiten wir. Daran arbeiten wir stark. So, noch sehen wir da keine Barbareneinheiten. Das ist schon mal sehr positiv. So, hier haben wir alles aufgedeckt. Das heißt, wir können dann weiter uns wieder Richtung Westen begeben.
Also, mein liebes Katapult macht sich auf. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen verschanzen. So, was machen wir mit dem Handwerker? Der hat noch zwei Modernisierungen. Was können wir mit dir noch anstellen? Wir könnten natürlich noch Sachen roden, da wo wir was hinsetzen wollen, da wo es nötig ist. Ist aber im Moment nicht. Wir heben den Handwerker erstmal auf, da wo er ist. Können den sonst vielleicht auch für Nazca dann nehmen. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Mit ein bisschen Weitsicht. Ein paar Handwerker-Modernisierungen noch zu haben, ist sicherlich gut. Und ich denke mal, jetzt sollte Al-Kuru auch unserer Religion angehören. Wunderbar. So möchte ich das haben. Das gefällt mir. Okay. 36 Wissenschaft, 24 Kultur, 25 Kultur aufgerundet. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus im internationalen Vergleich. Die Römer nehme ich jetzt mal mit Absicht raus. Ja, ich weiß nicht, warum die so krass da sind. Wir werden sehen, wenn wir mit den Römern spielen, aber das ist halt wirklich übel. Ich habe das jetzt in jeder der Partien gehabt. Wir hatten bei Alexander auch da nochmal gerne den Hinweis an das Let's Play. Haben wir letztendlich durch Diplomatie gewonnen. Auch keine Chance gegen die Römer gehabt in Richtung Wissenschaft. Also das wird eine super schwere Kiste hier. Die werden uns Schwierigkeiten bereiten. Auf jeden Fall. Das wird hart. Wir gehen nochmal in die nächste Runde. Oh, die bieten uns Eisen abzukaufen. Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen kein Eisen abkaufen. Nee. Nehmen wir ab. Eure Schatzkammer fühlt sich beträchtlich. Es ist immer schön, ein so gutes Einkommen zu haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da sind die ersten Schwertkämpfer. Wer sich keine Zeit für Erholung nimmt, wird sich früher oder später Zeit für Krankheit nehmen müssen. So sieht's aus. Deswegen, neue Regierungskarten können gewählt werden und die brauchen wir jetzt auch. Wir werden jetzt mal ein bisschen was verändern. Erstmal werden wir unsere Bogenschützen hier hochschicken. Den schicken wir, glaube ich, dann gleich noch in den Wald. Was wir aber auf jeden Fall machen werden, ist, wir werden jetzt unsere Regierungsform ändern. Unser Katapult steht bereit, noch nicht diese Runde, aber nächste Runde zu feuern. Wir werden unsere Regierung wechseln. Politik ändern? Nein, Regierung wechseln. Und zwar gehen wir in die Oligarchie. Die brauchen wir jetzt auch für die Barbaren. Dazu haben wir mehr Kampfkarten. Wir brauchen die Barbarenkampfstärke. Wir brauchen den Einheitenunterhalt. Wir lassen den Nachbarschaftsbonus. Wir bauen jetzt keine Einheiten mehr. Da können wir überlegen, ob wir nicht noch eine zweite, die Produktionskarte erstmal unten reinnehmen. Diplomatiekarten lassen wir jetzt erstmal weg. Ja. Und bestätigen die Politik. So sieht's aus. So, Aquädukt ist gebaut. Wunderschön. Wunderschön. Das gibt uns deutlich wieder mehr Wohnraum und Spielraum für die Stadt. Das gefällt mir gut. Theoretisch würde ich jetzt ganz gerne den Campus bauen. Oder das Handelszentrum. Wir haben ja auch schon mal eine Stadtmauer angebaut. Aber da warte ich auf die Defensivkarte. Die haben wir noch nicht. Die kriegen wir erst in 7 Runden. Dann können wir jetzt erst was anderes bauen. Kornspeicher brauchen wir nicht. Stadtmauern ist egal. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir beißen in den sauren Apfel und kaufen uns hier 85 Gold das Campusfeld. Und bauen unseren nächsten Wissenschaftsbezirk. So, Handwerkmodernisierung lassen wir. Nächste Runde kommt dann die Kriegserklärung an Nazca. Und dann gehen wir noch einmal. Nein, wir machen hier oben noch die Modernisierung, das ist wichtig. Sehr schön. Die können wir tatsächlich auch. Ich weiß gar nicht, ob wir die nutzen wollen. Ja, ich denke, die können wir auf jeden Fall erstmal dann nutzen. 6 von 6 Wohnraum, der Kornspeicher ist bald fertig, das ist gut. Wir haben jetzt 18 Nahrung, 18,6 Produktionen. Oh, unsere Industrie hat's zerlegt, oder? Oh ja. Durch den Sturm, klar. Wir müssen die neue Industrie bauen. Ich habe mich schon gewundert, warum das jetzt weg ist. Ja, das machen wir. Aber das machen wir auch alles in der nächsten Runde. Das heißt, ein kleiner Cliffhanger. In der nächsten Folge dann. An der Folge am Sonntag höchstwahrscheinlich. Werdet ihr es sehen. Wir werden uns Nazca erobern.
Wir werden uns gegen die Barbaren wehren müssen und wir werden hier ein paar neue Sachen entdecken und ausbauen. Bleibt also dran, es bleibt spannend bei diesem Let's Play. Ich freue mich sehr darauf. Wir schreiten auch so langsam an Runde 100 heran, wo wir entscheiden müssen, ob wir dieses Spiel weiterspielen wollen oder einen Neustart beginnen wollen. Tendenz ist klar, denke ich mal. Eine Tendenz ist auf jeden Fall klar, weiterspielen. Aber wir haben auch noch 22 Runden Zeit und ein bisschen was davon hängt auch ab, wie wir jetzt mit den Barbaren klarkommen und ob wir Nazca einnehmen. Denn wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Städte und dazu brauchen wir hier auf jeden Fall freies Geleit für alle unsere Siedler, die Richtung Osten ziehen werden. Das heißt, wir werden einiges noch befreien müssen, um hier Richtung Osten unser Reich auszubauen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, es wird spannend. Wir haben auch schon viele kennengelernt. Zwei Ziffs fehlen uns auch noch, die wir noch nicht kennen. Außerdem wurden einige Weltwunder gebaut und wir haben auch schon zwei Naturwunder entdeckt. Ich denke, das ist auch wieder eine schöne Partie, die sehr, sehr viel Spaß macht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt dran, liked die Videos, abonniert gerne unseren Kanal und schaut gerne auch mal bei Twitch vorbei. Ist uns immer ganz wichtig, dass wir auch mal live mit euch ein bisschen quatschen können. Also, Kuji und ich freuen uns. Verlangt Streams. Bis Sonntag. Ciao.